Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video, Leute. I'm so excited, ich bin einfach so happy und keine Ahnung, ich freue mich einfach so sehr, wieder Videos für euch zu drehen. Ja, wie ihr schon unten lesen könnt, gibt es heute ein Live-Update von euch. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was möchtet ihr haben? Entweder ein Live-Update oder Instagram-Tag. Und die meisten haben natürlich für Live-Update gestimmt. Und das kann ich natürlich auch verstehen, weil in den letzten 2 Jahren, Leute, unglaublich, aber das letzte Video, wir nehmen jetzt mal das letzte Video vom Mittwoch und die ganzen Vlogs weg. Das richtig letzte Video, was ich gepostet habe, war am 17.12.2017, also wie gesagt schon fast 2 Jahre her. In den 2 Jahren ist sehr viel passiert und für die, die mir nicht auf Instagram folgen oder für die, die kein Instagram haben, die wissen natürlich nicht, ja, also was habe ich erlebt und was ist passiert, und das will ich euch jetzt einfach mal in diesem Video hier alles erzählen. Vielleicht blende ich euch ab und zu mal auch entweder hier Fotos ein und vielleicht auch sogar ein paar Videos. Deswegen würde ich sagen, laber ich nicht viel und fange jetzt an, ja, mit dem Live-Update. Also, was ist passiert? Ich bin natürlich älter geworden, das nur dazu. Spaß beiseite, auf jeden Fall. Ja, habe ich halt vorhin geguckt, das letzte Video, das richtige letzte Video, was ich gepostet habe, war am 17.12.2017. Seitdem ist auf jeden Fall viel passiert. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an und werde euch, wie gesagt, ab und zu mal hier Fotos einblenden. Und genau, also, mir geht es auf jeden Fall richtig gut. Falls ihr mir noch auf Instagram übrigens folgt, könnt ihr das gerne tun, weil da halte ich euch die ganze Zeit auf dem Laufenden und da seht ihr ganz, ganz viel. Genau, also, mir geht's gut. Ich könnte im Moment gerade nicht glücklicher sein. Und nein, ich habe keinen Freund. I'm still single. Nee, aber ich weiß nicht, irgendwie, das Leben ist gerade so, so schön. Wie gesagt, es könnte gerade nicht besser sein. Ich fange jetzt einfach mal an, was danach passiert ist, nach dem Video. Was passiert ist, hört sich ein bisschen komisch an, aber danach kam ja gar nichts mehr. Wie gesagt, das letzte Video war am 17.12.2017. Und ja, was ist dann alles passiert? Ihr wisst ja, wir waren 2017 im Juli bei RTL, waren wir eingeladen zu GMD. Und Januar, ich weiß gar nicht, ob da was Spannendes passiert ist letztes Jahr, aber im Februar auf jeden Fall. Ich hatte ja da noch Schule und dann hatten wir halt eine Woche Ferien, Winterferien, und dann sind meine Oma und ich nach Köln wieder gefahren und haben da ein paar Tage Urlaub gemacht. Und ja, dadurch, dass ich ja noch so ein paar Kontakte bei RTL habe, hatte ich das Glück, oder meine Oma und ich hatten halt das Glück, dass wir, ja, halt nochmal zuschauen können und konnten nochmal ins GMD-Studio. Diesmal haben wir auch neue Moderatoren kennenlernen dürfen, und zwar Eva Imhof, Angela Fingererm und Wolfram Kunz, und die waren mega, mega nett. Also es war sehr, sehr schön. Und das Gute war auch noch, zufälligerweise war das nach dem Dschungelcamp, und letztes Jahr hat ja Jenny Frankhauser gewonnen und die haben wir dann auch noch getroffen, und Iris Klein. Also es war richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich kann euch hier ein paar Fotos einblenden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das war auf jeden Fall richtig schön. Dann muss ich ein paar Monate weiterspringen sozusagen, weil März, April ist nicht so viel Spannendes passiert. Schule halt, ne? Im Mai, Juni war halt die Prüfungszeit und da haben wir halt sehr viel geschrieben. Wir mussten so viel lernen, dass mir wirklich fast der Kopf geplatzt ist, so ungefähr. Also es war einfach unglaublich, wie viel wir lernen mussten. Ich habe es natürlich irgendwie geschafft, dass das in meinem Gedächtnis bleibt. Und es waren wirklich sehr, sehr viele Seiten. Es war ja nicht nur eine Prüfung, sondern es waren ja mehrere. Dann gab es auch noch eine praktische Prüfung. Ich habe Sport gezogen. Das war natürlich nicht mein Favoritfach, wo ich hätte ja unbedingt geprüft werden wollen. Ja, richtiges Deutsch, ich hoffe, ihr versteht mich. Wir hatten dann ja ganz lange noch Praktikum und ja, da habe ich meine praktische Prüfung mit einer 2 abgeschlossen. Und das Ding ist, ihr kennt mich so, auf Instagram kennen mich die Leute auch anders, aber in der Schule zum Beispiel, das ist jetzt ganz witzig, aber in der Schule habe ich nicht wirklich viel geredet. Ich meine, wenn ich nicht viel zu sagen habe und ich manches nicht weiß, warum soll ich mich dann melden? Ne? Aber die meisten kennen und kannten mich nicht so, wie ich jetzt hier auf YouTube labere oder auf Instagram, ich auf Instagram bin. Jeder hat ein anderes Bild von mir, sage ich jetzt mal so. Lustigerweise haben dann meine Lehrer gedacht oder gesagt so, wow, du kannst reden.
Ja, ich kann reden. Vor allen Dingen bei Sachen, die mir wirklich viel Spaß machen, dann gebe ich auch mein Bestes, dann gebe ich 100.000% und versuche wirklich so gut wie es geht zu überzeugen, damit das auch alles klappt. Und ja, es hat auf jeden Fall funktioniert, es war richtig gut und die 3 Jahre sind einfach rumgegangen wie nichts. 3 Jahre waren um und hier bin ich. Erzieherin seit über einem Jahr. Aber dazu komme ich gleich. Ich könnte nicht glücklicher sein. Das war, hat alles super gepasst. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Erzieherin schon seit der Grundschule werden möchte. Und dann im Juni im letzten Jahr haben meine Eltern geheiratet. Oder beziehungsweise meine Mama, mein Stiefpapa. Und das war auch sehr, sehr, sehr schön. Ich kann euch leider jetzt kein Foto oder Video einblenden, aber es war zu privates natürlich. Ich konnte dann am 1.7.2018 hier in der Stadt, beziehungsweise, also ich lebe ja auf dem Dorf, aber in der Stadt, ja, anfangen als Erzieherin und bin jetzt seit über einem Jahr da und es macht einfach so, so viel Spaß und die Kollegen sind mega, mega nett. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen und aussuchen können. Und ich bin so froh, dass ich dort gelandet bin. Dann im Juli, da kann ich euch mal noch ein Bild einblenden, haben wir endlich nach über einem Jahr die liebe Saskia Naumann wieder getroffen. Und zwar beim Renew Festival in Braunschweig im letzten Jahr. Und ja, das war einfach so, so schön. Und ich bin einfach wirklich total dankbar, dass ich all diese Menschen ja, kennenlernen durfte und dass da immer noch Kontakt ist zwischen uns allen. Das ist natürlich richtig, richtig schön. Und genau, also die haben wir dann wieder getroffen. Sie hat sich mega gefreut. Und dann haben wir, wie gesagt, ein paar Fotos gemacht. Habe ich jetzt euch hier angeblendet. Dann, glaube ich, kam erstmal nichts Spannendes. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich muss mal gucken. Wenn, dann blende ich euch hier mal Fotos ein, falls da noch irgendwas passiert ist, was Spannendes, was ich euch zeigen könnte. Dann sind wir jetzt in diesem Jahr, 2019, und da sind wir im März. Im März habe ich zusammen mit meiner Oma eine schöne Reise unternommen. Wir waren eine Woche lang in Heidelberg und da kennt ihr wahrscheinlich die Vlogs. Also da habe ich auch Vlogs gedreht, weil sich das die meisten von euch gewünscht hatten. Und ja. Da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal gerne vorbeischauen. War wunderschön. Das war auf jeden Fall richtig toll. Wir haben viel erlebt. Was kam dann? Dann kam April, Mai, Juni, was ist sonst passiert? Im Juni war wieder das Renew Festival in Braunschweig. Diesmal nur an einem Tag. Letztes Jahr waren es an 2 Tagen. Und dieses Jahr war es nur an einem Tag. Und zwar am, lasst mich lügen, 16.06. Und genau, da war ich diesmal auch zusammen mit meiner Cousine. Das hat mich wirklich so gefreut. Und ich bin einfach eher noch immer noch total zu 100.000%. Keine Ahnung, dankbar, dass sie mitgekommen ist, weil ich glaube, ohne sie wäre ich da wahrscheinlich nicht alleine hingefahren. Und wer Renew Festival nicht kennt, das hat alles mit Sport zu tun. Und da wird halt Sport gemacht von morgens um 9 bis abends um, keine Ahnung, 17, 18 Uhr. War auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung und natürlich habe ich dann da endlich nach wieder einem Jahr Saskia wieder getroffen. Sie war nämlich da als Moderatorin. Und dann haben wir noch die liebe Marika Williams auch noch kennengelernt. Und ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich hoffe so sehr, dass es nächstes Jahr wieder ist. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Also es war richtig cool. Und der Tag hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass meine Cousine mitgekommen ist. Das war bis dahin das schönste Geschenk, was man mir je hätte machen können. Ich wusste aber nicht, Leute, dass im Juli in diesem Jahr das beste Geschenk noch kommt. Klar, keine Frage, das Treffen und das Wiedersehen mit Saskia war wunderschön. Also es war Geburtstag und Weihnachten zusammen. Aber im Juli, bevor das kommt, muss ich erstmal erzählen, wir waren ja nochmal im Urlaub in Frankfurt bzw. in Polen. Haben da nochmal eine Woche Urlaub gemacht, zusammen mit meiner Family. Das war auch sehr, sehr schön. Ich blende euch, wie gesagt, ein paar Fotos ein und ein paar Videos. Und mein Highlight von diesem Urlaub in der Woche, in der wir in Frankfurt bzw. Polen waren, war natürlich das kleine, ja, das Mini-Konzert von Linda Hesse. Es war so, so schön. Ich war so froh, dass das am helllichten Tage war, sozusagen. Also, dass es nicht dunkel war. Es waren auch nicht so wirklich Blitzlichter dabei. Also, so Strobo, Flackerlichter.
Also einige Sequenzen waren schon dabei, so ab und zu mal, aber das war alles aushaltbar. Das ist richtiges Deutsch. Und ja. Ja, da hat sie dann halt ein paar Lieder gesungen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und habe sehr viele Fotos gemacht, Videos. Und dann kam sie halt von der Bühne und dann konnten wir ein Foto mit ihr machen. Und wir waren die Ersten, die mit ihr ein Foto machen durften. Wirklich total am Boden geblieben. Total eine normale Person wie du und ich sozusagen. Also gar nicht abgehoben, keine Star-Allüren. Also die ist wirklich top. Mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Nachdem der Urlaub vorbei war und für meine Oma und mich nochmal 4 Tage nach Köln. Und da ist wirklich was passiert, beziehungsweise das war wirklich mit der beste Tag meines Lebens. Das beste Geschenk, das ich hätte machen können. Und ich bin so, so dankbar auch meiner Oma, dass sie mitgekommen ist. So, hier muss ich einen Cut setzen. Denn das Video würde einfach viel zu lange dauern. Und ihr seht, ich habe übrigens was anderes an. Das, was ich jetzt gerade hier aufnehme, habe ich am nächsten Tag gedreht. Auf jeden Fall ist hier erstmal ja, für dieses Video Schluss. Der zweite Teil kommt dann am Mittwoch online. Also da müsst ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Da erzähle ich euch den Rest. Weil, wie gesagt, das Video würde einfach viel zu lange dauern, wenn ich alles erzählen würde. Also ja. Habe ich gedacht, setze ich hier mal so eine Art Cut und den zweiten Teil seht ihr dann am Mittwoch, wie gesagt. So, dann würde ich sagen, ja, war's das mit dem Video, mit dem ersten Teil von meinem Live-Update. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, es würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, gerne auch kostenlos abonnieren, falls ihr noch nicht getan haben solltet, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr erst recht kein Video, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und ansonsten gerne auch kommentieren. Und genau, dann würde ich sagen, verlinke ich euch noch mein letztes Video in die Infobox. Und zwar ist das die Candy Challenge mit meiner Schwester. Und dann kann ich euch noch das letzte Video, das richtig letzte Video, was ich 2017 gedreht habe, das kann ich euch auch in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr das auch gerne nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Und genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei eines meiner Videos wieder, die ich unten verlinkt habe. Oder halt das letzte auch noch am Ende. Und falls ihr das schon gesehen habt oder nicht sehen wollt, sehen wir uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Also guckt da vorbei. Das ist, wie gesagt, der zweite Teil hiervon. So eine Fortsetzung sozusagen. Da erfahrt ihr dann noch mehr, was noch so passiert ist bis jetzt. Und wenn es euch interessiert, wie gesagt, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss! It's just me.